Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Pelzer Stammtisch. Wir sind wieder vereint, die Schalze und ich, heute. Und zwar haben wir uns heute für euch ein Thema überlegt und das heißt Sammelrituale. Das ist jetzt mal genau das Gegenteil von dem, was die Shalimar macht, also dieses Thema minimalistisch sein. Also sie hat ja beim minimalistischen Kleiderschrank angefangen und versucht es ja aber generell so im Leben zu etablieren. Und ich versuche, so ein Mittelding hinzukriegen, aber eigentlich bin ich, glaube ich, eher so der Sammler. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so greifen, ob ich jetzt wirklich ein Sammler bin oder nicht. Aber ich habe gerade mal schon so überlegt, es gibt schon einige Sachen, die ich sammle, glaube ich. Und also sammeln steht ja für Schrägstrich in manchen Fällen Messi. Ja, gut. Also Tassen schon. Ist es messyhaft, wenn man so viel Tasse hat? Ganz dezent, ja. Aber ja, was, also es ist ja nicht so, so was Dreckiges. Weißt, ist ja, ich wollte gerade sagen, so, ist es nicht dreckig? Nee, sondern messy im Sinn halt, weil so viel von einem und demselben eigentlich, in Anführungszeichen, weißt du? Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, wie viele Tassen sind es? Bestimmt 100, oder? Ach, ich glaube, es langt gar nicht. Wirklich, also ich müsste es mal wirklich wieder zählen. Ich denke, du hast bestimmt für jeden Tag eine im Jahr. Nee, ich glaube, so viel sind es noch nicht. Ich sortiere ja auch immer wieder aus, aber das Schlimme ist, kaum habe ich aussortiert, kaufe ich schon wieder neue. Ja, oder also, du kriegst dann von mir oder so. Ja, das geht noch, aber also ich, ja wirklich, ich kaufe dann welche, also Katastrophe, ich weiß auch nicht, irgendwie. Also ich meine nicht, dass man sich jetzt vorstellt, dass ich mir jede Tasse kaufe, also das auch nicht. Aber jede Seite. Ja, also so nee. Starbucks-Tasse, also nicht jede, ne? Also ich muss sagen, gerade im Sommer gefallen die mir immer nicht unbedingt so gut bei Starbucks, gell? Aber zum Winter hin, so die Weihnachtsedition vom Starbucks, die sind immer toll. Dann so die Ferrero-Tasse liebe ich total. Ja, und wenn dann halt so tolle Tassen sind mit so Sprüche und so. Also ja, das Ding ist, es weitet sich ja auch noch aus auf To-Go-Becher. Das ist ja dann das nächste Thema, wo ich dann auch noch habe. Also, oder Espresso-Tasse. Ja, also ja, es ist schon, also das Thema Tasse ist bei mir schon schrecklich, muss man sagen, ja. Irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, ich kann aber auch nicht dran vorbeigehen. Ja, aber das Ding ist, ich habe es letztens gemerkt, wo ich im Starbucks war, die Tasse hast du auch, diese To-Go-Becher, die Plastikdinger. Ja. Da habe ich jetzt die weißen, die kosten 2,50 oder so, weil das diese Standard-Plastikdinger sind. Und die Jenny, wir haben dann irgendwann mal, du hast damit angefangen mit den Special, weil der rote hast du mir, glaube ich, aus Amerika mitgebracht. Ja. Ja. Ja, und der rote steht jetzt beim Angelo. Da habe ich dem schon richtig Ärger gemacht. Ne? Ich habe gesagt, ich schwör's dir, wenn der Becher nimmer do ist. Zieh dich warm an, richtig? Weil das ist so, ich hasse das. Ah, jo. Oh, wenn jemand mit meiner Sache so umgeht. Naja, egal, auf jeden Fall. Und dann habe ich letztens gerade gedacht, da war so ein Becher durch den das ist der dunkelblaue mit so bunte, verschnörkelte Blumen. Ah, ja. Mhm. Und den gab es damals in der Zeit, wo du mir den schwarze mit deiner Kürbisse geholt hast. Ja. Deswegen bin ich eigentlich dort hingegangen, weil mir der gefallen hat. Oder um Angelo, weil der halt auch schwarz ist. Und dann habe ich gedacht, komm, den hätte ich vielleicht auch gern Zwemo. Okay, jetzt gab, aber war klar, ne, den gab es nämlich. Auf jeden Fall. Und dann war der do. Und dann habe ich innerlich so gedacht, welches so, der war richtig dieser Schweinehund do. Weil eigentlich hätte ich den jetzt gern gehabt, ne? Ja. Weil, einfach, weil ich ihn gern gehabt hätte. Und nicht, weil er schwer war, sondern dieser Zwang von diesem Kauf. Aber ach, ich brauche das in meinem Sortiment, weil es gehört hier zu meinen Starbucks-Becher und ich bin total scharf auf die, also diese weiße Becher oder so, oder den Farbewechselbecher von dir, wo ich da habe. Ich nehme die halt täglich, ja. Und dann habe ich so gedacht, oh, schon geil, dann hätte ich jetzt noch einer. Aber dann habe ich wirklich gedacht, nein, passt nicht ins Farbsortiment. Und es ging. Ehrlich? Also das muss ich auch probieren, weil in meiner Farbe gibt es ja generell nicht viel. Ja, genau. In meiner ja auch nicht. Also bei mir ist nur schwarz-weiß ist erlaubt, weiß, schwarz-weiß, beige und rosa. Das sind die Farben. Stimmt. Es wäre immer noch so Idee aber zu dann probieren. Aber dann könnte, ja, aber das ist dann halt knallert. Okay, Roségold geht auch noch, weil es gehört für mich noch zu rosa dazu.
Aber dann kannst du halt wirklich nur noch ab und zu eine Tasse kaufen im Starbucks, weil so rosa oder wie du jetzt sagst, wo ja, dann so Farbe selten. Von Türkis ganz selten oder so, wo ins Farbschema Türkis passen würden. Ja, das stimmt. Dann hätte man die Endzucht schon mal unterbunden. Ja, das stimmt. Ja, oder Sammelleidenschaft. Ja, ist schwierig. Also mit Tasse ist echt schwierig, weil irgendwie finde ich irgendwo immer irgendeine Tasse, die gefällt. Wie gesagt, ich schaffe es dann auch mal auszusortieren, aber irgendwie kommen dann immer wieder neue sehr schnell dazu. Also ich muss wirklich mal mittlerweile zählen und gucke, wie viele das sind, aber es nimmt wirklich langsam sehr überhand, weil das Ding ist, ich schon jetzt auch mehr Platz dafür habe, weil jetzt habe ich schon zwei Schränke, wo Tasse drin sind, also in der Küche und hier oben bei der Kaffeebar. Und bei der Kaffeebar ist richtig viel Platz, weil ich sag mal, der Schrank, wo ich in der alten Wohnung meine Tasse drin hatte, war größer wie der, wo ich jetzt für die Tasse habe. Das heißt jetzt aber, der, den ich in der alten Wohnung für die Tasse habe, habe ich jetzt in der Kaffeebar für die Tasse und ohne habe ich eine kleinere. Aber wie gesagt, es passt jetzt halt mehr rein. Also hat man natürlich mehr Platz, ne? Ja, ist schon so Sache. Ist genauso gestört wie mit deiner Cola-Gläser von McDonald's. Wobei ich sagen muss, also da habe ich mich wirklich schon beherrscht letztes Jahr, weil ich habe mir nur das türkisne Glas geholt. Weil da habe ich dann, wie du, geschafft zu sagen, passt nicht ins Farbschema, obwohl ich es gar nicht gewusst habe. Also ich habe es nicht so gesagt, sondern ich habe einfach gesagt, nee, du holst jetzt nur das türkisne, das reicht. Weil das ist ja schon krank über die Jahre hinweg, wie viel Gläser ich da habe von diesen Cola-Dinger. Und das Schlimme ist, ich benutze sie tatsächlich nicht. Weil wenn man wirklich mal ehrlich ist, ich habe so meine Alltagsgläser, die benutzen mir jeden Tag. Und alles andere, okay, gut. Was auch mal ganz praktisch ist, sind so Schollegläser, sage ich mal. Ne? Weil wenn du mal, zum Beispiel der Dommer, der mag zum Beispiel Tee, trinkt er kalt. Also wenn ich einen Blossom-Tee koche, dann will er den kalt. Und dann macht er sich das in ein Schollegläs, lass es kalt werden. Oder zum Beispiel, wenn der sich mosaik kroatische Sirup do mixt mit Wasser, dann ist es natürlich besser in so einem Schollglas wie in so einem kleinen. Ne? Ja, deswegen ist sowas ist auch ganz praktisch zu haben. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, außer man hat natürlich Gäste. Klar, dann brauchst du halt mehr Gläser. Aber wie oft ist das der Fall? Ne? Na jo. Ja, deswegen, also das mit der Cola-Gläser habe ich jetzt schon abgelegt. Also wenn, dann immer nur dieses türkisne Glas, wobei, ich glaube, diese Sonderedition mit dem Regenbogenglas, wo es du alles gibt, ich glaube, die habe ich auch. Aber warum habe ich die? Habe ich von irgendjemandem gekriegt, glaube ich. Ich glaube, von der Ingrid. Ja, kann sein. Das kann sein. Ich glaube, das war nämlich so Crew-Glas oder sowas. Ja, yeah, irgendwie, ja. Was ganz special. Das darf ich auch nicht hergeben. Das darf ich auch eigentlich nicht auspacken. Ja, ausgepackt ist es schon, aber hergeben habe ich es nicht. Okay, dann ist es aber nichts mehr wert. Ja. Ja, aber das ist so Sache, das kann ich irgendwie nicht, ne? Weil der Dommer ist auch so, der hat so ein paar Halo-Figuren und die sind noch original OVP. Weil, wie du sagst, nur dann ist es was wert. Deswegen haben wir ja auch gefühlt jeden Kasten von jedem Elektrogerät, was wir haben, auf. Weil den Kasten könnte man ja noch mal gebrauchen. Aber das finde ich halt irgendwo Quatsch. Weil ich kaufe jetzt keine Sache, dass ich sie irgendwo unverpackt irgendwo los. Das ist nicht so mein Fall. Also zum Beispiel meine Cousine, die macht das tatsächlich. Also die kauft sich Tasche, quasi wie als Wertanlage, kauft die sich so Designer-Handtasche und legt die dann weg. Verrückt. Ach so, nee, das kenne ich jetzt auch nicht. Ja, gut, weil es eine Wertanlage ist, ne? Ja, also die macht das so. Aber das Verrückte ist, die hat es schon eh und je gemacht. Früher, zeig ich mal, wo sie noch studiert hat, klar, auch schon nicht so viel Geld. Und ich weiß noch, die ist in Malaysia übrigens, meine Cousine. Und die hat früher bei Baskin Robbins gearbeitet. Das ist sowas wie so Häagen-Dazs-Eisdiele, wenn es sowas gäbe in Deutschland, ne? Und da hat die sich halt wirklich von der Schule an, die du geschafft und ihr Geld haben gespart. Und die hat damals Guess-Handtasche gesammelt. Also Guess war damals so voll hip in Malaysia. Mhm. Also so, weiß gar nicht, das ist schon ewig her, vor 20 Jahren oder so. Und da hat die hat sich die gekauft mit Geldbeutel. Welche hat die dann in diese, da ist doch so Schutzhülle dabei. Und ja. Hat die das alles so rein und hat sich das über, also der Helm hingestellt in den Schrank. Aber es hat ja, für was kaufst du das, wenn du es nicht benutzt? Nee.
das dann viel wert. Gut, heute ist er fertig mit dem Studium, hat eine eigene Firma, also hat mehr Geld, ne? Und heute ist es dann halt Louis Vuitton, was er sammelt, aber gut, ne? Also verrückt. Und die sagt, für mich ist es eine Wertanlage. Habe ich gesagt, ja, aber nee, das wäre für mich nichts. Also, ich bin halt eh, weil du bist so wie meine Mutter. Ihr seid so voll, wie soll ich denn sagen? Ihr behandelt eure Sache wie rohes Ei. Bei euch ist nichts dran, kein Kratzer, gar nichts. Oh doch, an meiner neuen Bugatti-Tasche ist Kratzer dran. Ich schwöre, ich habe schon überlegt, sofort, also Wische, zu verkaufen und mir Nai zu holen, weil ich kann das nicht sehen und ich sehe das jeden da. Weil so dumm, ich habe ja noch hell, also so ganz helles Beige und jetzt ist so ein Schramme dran und jetzt ja, kommt so dunkelgrau raus oder irgendwie so, ist halt so dreckig, wie sieht aus wie dreckig jetzt. Ja. Und raste ich aus. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Gott sei Dank war es nicht der Angelo. Ja. Ja, weil meine Mutter ist wirklich wie du. Oder, keine Ahnung, also wenn bei der was kaputt ist, generell ist jemand dran schuld, also eigentlich immer ich, weil sonst keine andere da gewesen. Und ich bin halt genau das Gegenteil. Ich bin halt so ein richtiger, was hat man da, Trampel halt einfach, ja. Also bei mir sind Sachen, Gegenstände, die werden benutzt. Das wäre dann mo hier angerennt, mo dort. Mir ist es halt total egal. Und meine Mutter ist so penibel. Da kann ich eine gute Anekdote erzählen mit unserem dritten Mitglied, was heute nicht da ist, mit der Urschel. Ja. Der Stuhl, wo ich hier drauf sitze, ich sag's euch, den gibt's nämlich bei Ikea. Übrigens, mein Couch gibt's demnächst auch nämlich. Nee. Doch, und jetzt weißt du was? Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt spare, weil wir haben schon noch eine größere Wohnung geguckt. Nur wollte ich einfach so zwei Couches aneinander, weißt du, wie Uda. Ja, ja. Und dann kann ich ja nicht andere Farbe jetzt nehmen. Dann müsste ich hier wieder zwei neue kaufen. Oh, du Scheiße. Oh, ich könnte platzen. Ich hasse dieses Ikea, ehrlich. Also das müsste ich dann, den ich gerne so gerne mit trinke. Na egal, auf jeden Fall. Der Stuhl war auch so. Der hat so, ach, wie typisch dieses Ikea-Material, ja. Also es ist ein guter Stuhl, aber dieses Material ist halt rosa mit weiß. Passt halt genau in meine Wohnung. Stand im Internet, letzte Chance. Also ich natürlich, der Angelo überredet, dass wir schnell das Homeoffice kaufen, ja, weil allein der Stuhl hat schon 330 Euro gekostet. Was ich persönlich jetzt nicht viel Geld für einen Stuhl finde, der Angelo aber schon. Aber ich glaube, mittlerweile versteht er, wieso ich den Stuhl haben wollte. Und auf jeden Fall, dann hat er noch keine 3 Tage gestanden, war die Urschel da. Zu meinem Geburtstag war das, glaube ich, noch Überraschungsday von euch. Ja. Stimmt, wir haben jetzt nur gefeiert. So. Auf jeden Fall. Und die geht, wumst sich da so richtig nein. Dann hat es so einen Krack gemacht und ich habe innerlich gedacht, Alter, wenn der Stuhl jetzt am Arsch ist, ich krieg den nicht mehr. Ne? Mir ging es gar nicht unbedingt ums Geld, ja, sondern es ging mir nur noch drum, weil die hätte man ja vielleicht auch ersetzt, wenn er jetzt kaputt gegangen wäre. Um Gottes Wille. Es ging mir einfach nur noch drum, weil es jetzt wieder so ein Auslaufmodell ist, wo du dann wahrscheinlich nicht so große Chance hast, ja. Ich habe gedacht, ich krieg die Flippe. Ja, aber das Ding ist, du weißt schon. Du hast in meinem Gesicht gesehen, gell? Ja, total. Du hast mich in meinen Augen geguckt, nicht wahr? Ja. So. Aber du weißt, Lache, letzte Woche zu unserem Podcast fleht sie sich in einem Dommer seinen Gaming-Stuhl. Und ich meine, der Gaming-Stuhl, ich weiß jetzt, kann er jetzt nicht mehr genau den Preis sagen, aber der hat mindestens, also das waren über 300 Euro. Ja, ich glaube, die kosten über 500 Euro. Ich glaube, ich weiß es auch nicht. Das ist halt, was weiß ich, was das für ein Stuhl ist. Auf jeden Fall fleht sie sich da in einen Knack-Dash-Stuhl. Ich so, alter Jessie, ey, mach mal low jetzt. Ne? Aber das ist typisch. Vor allem Jessie, ne? Anekdote zum Sammeln. Also, ich natürlich in meiner Farbe versuche, wenn ich irgendwas sehe in meiner Farbe, muss ich es kaufen, weil wie gesagt, das ist nicht oft. Und ich habe so Schüsseln ohne gehabt, weil sie hat sie kaputt gemacht. Und zwar, ja, wie so, wie soll ich das erklären? Das ist wie so eine Rührschüssel, aber das ist so hartes Plastik. Früher gab es, du hatten die Omas das Aar. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist so ganz hartes Plastik, also wie so. Also es ist kein Glas, es ist Plastik, aber es ist so ganz hart und glänzend. Also früher waren die Rührschüssel wirklich so, ne? Und auf jeden Fall, ich habe die eben in Türkis, in Groß und in Klee, ne? Weil die Klee habe ich irgendwann später gefunden und die Groß, die habe ich auch aus so einem, welche bei Happy Sprinkles, ne? Durch Zufall gesehen, mal auf das Zubehör geguckt, nur gab es die halt. War auch relativ, finde ich, teuer, 17 Euro für das, dass es keine Marke ist und halt bei Happy Sprinkles gekauft ist.
Und ich habe die aber total gern gehabt und jeden Tag benutzt. Weißt du, weil die habe ich in so einem Schrank, wo ich dann immer die raushol, wenn ich was schneide, kommt es da rein. So, und die hatte ich einen großen und einen kleinen. Komisch nicht. Die Urschel rahmt die Spülmaschine aus. Ich weiß nicht, was sie geschafft hat. Die Schüssel fällt auf den Boden, prescht ins Weg. Dann guckt sie mich an wie Fahrrad. Ja, die ist auf den Boden gefallen, in zwei gebrochen. Guckt sie mich an wie Fahrrad. Ich so, Jessie, ist das nicht dein Ernst? Naja, Entschuldigung. Ich kaufe der Nei. Ja, die gibt's aber nicht mehr. Willst du mal die kaufen? Wische? Ja. Aber so war die Urschel schon immer. Und dann trifft die Urschel auf meine Mutter. Und das ist echt schwierig, weil ich sag mal so, meine Mutter hat zu mir schon immer gesagt, ich bin grobmotorisch. Die Jo hat es auch zu mir gesagt, weil die Jo ist auch so jemand, wo aufpasst, ne? Aber die Urschel und der Dommer, die sind die Krönung. Also die schießen den Bock ab, was das Thema grobmotorisch angeht. Ja, also dementsprechend... Hier, kann ich noch was dazu sagen? Achtung. Für meinen Kater habe ich so rosane Schälchen. Oh nein. Ist da habe ich, glaube ich, 5-6 Stück oder so. Keines mehr ohne Sprung. Du. Hä, wie ist das passiert? Ja, weil der Angelo du immer draht dreht und es dann entweder an die Wand so ein bisschen knallt so, weil ich stelle es dir immer so ein bisschen an die Wand. Oder dann klatscht es mit dem Anna, weil ich tue uns eine nass zum Beispiel und das Anna ein bisschen trocke. Und dann klatscht es aneinander, das sind gleich zwei kaputt. Und der Witz ist, weil die sind ja rosa. Sie ist ja richtig rosa. Ja. Im Hintergrund ist ja mein, sieht man ja so ein bisschen schimmernd. Also es passt ja hier roi. Und jetzt war ich vor kurzem im Fressnapf und jetzt sind die mehr so pink. Ah, scheiße. Und das ist das, was mich so aufregt. Es gibt's dann einfach nicht mehr. Und die können, weil ich habe ja auch so einen Hamd, die hier rumrennen. Und die können das einfach nicht verstehen. Weil das Anna ist halt einfach pink und nicht rosa. Das ist so dunkles Pink, mehr so... Ja, jetzt mehr so wie jetzt wie das zum Beispiel, wenn das rosa ist und das ist dann so, welche mehr in der Farbe. Ja, ich verstehe. Ja. Und meine Lippen sind halt ja mehr pink und es passt nicht so gut in diese Wohnung. Weil das ist halt schon ein Unterschied. Ja, es ist ein Unterschied. Also ich sag mal, ja, es ist immer noch süß und so, weil halt das Gesicht schon so drin ist. Aber mir hat halt die Farbe einfach besser gefallen. Ja. Rieche ich mich einfach auf, weil ich kein Ähnliches mehr habe, wo ganz ist. Also bei meiner Mutter war es so, wenn du so Geschirr in die Spülmaschine machst und das ist noch heiß und du rahmst die Spülmaschine aus, wenn sie heiß ist, ein Rennschwodrat chippt es auch so ab. Und meine Mutter, die hat so dunkelblaues Essgeschirr, also damals in den 90er war das halt in, ne? So Ton, dunkelblau. Ja, ich weiß. Und das hat die mir quasi gegeben, als ich ausgezogen bin. Und ich habe das Geschirr auch wirklich bis vor 2 oder 3 Jahren gehabt, bis ich jetzt dieses Türkisne geholt habe. Aber bei meinem Geschirr war halt überall, wie bei dir jetzt an der Schüssel, abgesplittert, weil, naja, Dommer oder Jessie rahmen Spülmaschinen aus, ne? Bup, bup, bup. Und ja. Dann hat meine Mutter sich so aufgeregt, ich soll mir jetzt endlich ein neues Geschirr holen. Ich stehe da rumlaufe, wie bei der Sozilotteldo mit alles kaputt, gell? Boah, ich sah das. Ja, und jetzt bei dem Geschirr ist es so, da habe ich ja echt jetzt, also das war ja super günstig. Da haben mir 5 Teller oder so im Ikea damals 3-4 Euro gekostet. Dann hatte ich ja schon 12 Teile geholt. Und dann war ich schon mit dir noch immer im Kaufland, da gab es es ja. Da habe ich ja nochmal 12 Teile geholt. Also wenn das jetzt ein Delamo kaputt geht, was auch schon passiert ist, hat er doch mal auch schon geschafft, dann ist es aber mir nicht so schlimm, weißt du? Ja gut, aber weißt du, ich habe hier gar nicht so viele Teller wie du. Also das Ding ist, und der Witz ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Ikea Mai Geschirr gibt es zum Beispiel offiziell Nimi, weil entweder, also die haben anscheinend nur den Namen, ob ich weiß jetzt nicht genau, ob sie nur den Namen geändert haben, das müsste ich mir jetzt halt nochmal in echt angucken, oder ob sich doch was im Farbton verändert hat, wobei ich auch schon gemerkt habe, manche Teller, so Wäsche zum Beispiel, ich habe den jetzt benutzt, dann tue ich den rein und dann tut man den rausrahmen und tut ihn wieder rein, dann nehme ich ja wieder den. Das heißt, manche sind ja öfter benutzt. Ja, ja. Die sind zum Beispiel auch automatisch heller geworden. Mhm. Aber ich denke durch die Spülmaschinen. Ja, das kann sein. Genau, und dann wird es jetzt sowieso nicht mehr passen. Das heißt also für mich, entweder ich sage jetzt, ich hole neues Geschirr, dann muss ich aber wieder das Ganze holen. Ja, ich kann das halt nicht. Das regt mich voll auf, wenn dann ernst, ich weiß, das ist voll krank und voll gestört. Und der Witz ist, dann habe ich gedacht, okay, ich hole mir dann mal ein hochwertiges Geschirr. Ja, ciao. Dann habe ich mal geguckt bei... Nee, lieber nicht. Doch, wie heißt es du?
Willroy und Bob. Ja. Weil da habe ich gesehen, so eine Influencerin hat du gepostet, sie hat sich das Winterglow gekauft. Was denn das? Ja, das war dann so, die steht halt auf beige. Okay. Und die hat alles in weiß und beige und so. Und dann war das halt so, das Geschirr war zum Beispiel, wenn das jetzt die Tasse war oder so, dann war hier, alle, also das Beige war dann matt und dann war in weiß wie so Marshmallow-Verloffe. Und das war dann aber glänzend. Also so Winter oder die Gläser da dazu hatten dann so kleine Sterne drauf und so. Aber nicht so Kindersterne, so zickzack, sondern wie wenn ein Erwachsener in Gold oder so, ja. Und es war super, super schön. Aber wenn du alles, was sie, also die wurde wahrscheinlich eh gesponsert zum größten Teil, aber wenn du alles, was sie von dem von der Tafel, die sie dann so aufgetischt hat, mit der Keksdose noch dazu und bla, bla, von Willroy und Boch Kaffeetisch bis 2000 Euro los für 6 Personen. Sechs Personen. Sechs. Ja. Und dann habe ich geguckt, okay, dann habe ich gedacht, gut, ich gucke mal, weil vom Angelo, die Mutter, die schafft im Kaufhof, doch, genau, und die hat auch Willroy und Boch und die kriegt nur Prozente. Und das Ding ist, die hat nämlich nur so rosa die Schale und es war so ein bisschen Verlauf, ne, so rosa, pink-mäßig, so ein bisschen, es war richtig geil. Ah ja, allmächtig, da kostet ein Teller 15 Euro. Ja. Kann ich mit so einem Humpty Dumpty nicht machen. Nee, also bei uns, also ich hab sowas nicht, weil meine Oma, also wie ich früher die alte Leid, die hatten ja immer Willeroy und Boch und Rosenthal und so. Und meine Oma halt, ja, teures Essservice, teures Kaffeeservice. Und es ist wirklich so, dass du wirklich einen Teller, also von diesem Essgeschirr, weil Emmo ist einer kaputt gegangen und dann habe ich ihr den No gekauft und der Teller hat, glaube ich, schon, kleine Kuchendeller hat damals 30 Mark gekostet. Also super teuer. Und das Ding ist, deswegen mussten wir auch immer natürlich so damit umgehen wie mit rohen Eier. Und mein Vater ist halt auch so grob motorisch und hat meine Oma als schon Herzinfarkte gekriegt, wenn der an die Spülmaschine ist oder hat schon gesagt, geh weg, geh weg, geh weg. Ne? Und ich habe mir halt gesagt, nee, ich kann das nicht, weil ich kann das mit Doma einfach nicht. Weil der, du kriegst das Internet rein, dass der so vorsichtig ist und das kannst du nicht machen. Guck mal, wie teuer also das Zeug ist. Also wir hatten der Helm privat, die Oma, die hat dort immer so billig Besteck, der hat eins zum anderen gar nicht zugepasst, weil das gefühlt schon das fünfte Set war, welche für die Kinder auch. Und dann hat meine Oma auch so, glaube ich, 2 oder 3 Sachen. Da hat man ein Sideboard, das war nur voll mit Silberservice, ne? Und also Besteck. Und was weiß ich, was so alles drin war. Das war auch immer abgeschlossen, weil du durfte ja auch keiner drauf. Ja, ja. Oh mein Gott. Und es war potthässlich. Also wenn ich da jetzt zum Angelo, seine Mutter, die hat auch von Willroy Boch so Weihnachtsservice, wo sie auch alles Mögliche, ne? Das ist schön, ja. Ja, und also die hat jetzt nicht dieses Winterglow, sondern die hat dieses Classic. Und ja, das ja. Ist cremefarben weiß. Mhm. Das sind so kleine Tannenbäumchen und kleine Figürchen und so drauf. Das gefällt mir bei ihr. Und hat so rote Bordüre und so noch. Ich würde mir es persönlich nicht kaufen. Ich wäre dann eher so wieder dieser Winterglow-Typ, ja, weil das ist mir so aufregend. Also ich sage, vom Typ gefällt mir das auch. Aber da muss ich dann halt wieder sagen, es passt nicht zu mir, das muss ich einfach wischen, weil für sowas, wenn ich nur so 2.000-3.000 Euro hier blättern muss, das muss ja dann auch schon Hand und Fuß haben und muss mir auf lange Jahre gefallen. Und wenn es vielleicht so kunterbunt ist, weiß ich nicht, ob sich das mein Leben lang so durchzieht. Wische. Also das Geschirr tatsächlich gibt es schon fast, ich weiß nicht, wie viel Jahre es schon gibt, aber das kannst du im Outlet tatsächlich auch kaufen, immer was dazu. Weil die Frau vom Dennis, also die Jenny, die will das nämlich unbedingt haben. Also die hätte so gern dieses, meine Oma, das habe ich leider nicht mehr da, weil Weihnachten habe ich weg, die hat so einen Becher gehabt von dem Ding, ne? Ja, meins ist es auch nicht. Also doch, wie gesagt, es gefällt mir bei ihr, weil die das so schäb auf Tisch. Ja. Der Weihnachtstisch beim Anschluss seiner Mutter ist auch nicht so wie jetzt bei uns der Weihnachtstisch, sondern der ist halt voll mit Klimbims. Und dann hat die Neve so Buffettisch dann immer aufgebaut. Also du hast ein ganzes Zeich mit so Drehzeich und whatever und lauter kleine, also du hast gefühlt kein Platz zum Essen vor lauter Schnickschnack, sag ich mal, auf dem Tisch. Ja. Aber getürmt sogar. Also muss ja manchmal aneinander so vorbeigucken. Ah ja, typisch asiatisch halt, ne? Das kennst du mit meinem Opa. Ja, aber deutsch, also welche so asiatisch, aber der Tannenbaum und so. Ja. Und die Sache optisch ist schon so normale Sache, wie man hier in Deutschland kauft, aber halt so übertrieben, ne? So. Ja, kitschig halt, ja. Ja, total, es ist mir zu viel. Also ich denke immer, schä, dass ich, wenn ich das sehe, aber ich denke immer, das könnte ich nicht.
Ah ja, das bei uns Asiaten ist ja auch immer viel. Man macht viel, übertrieben, bunt, alles ist normal. Nee, das ist mir zu viel. Wenn ich allein schon drüber denke, ist mir so aufregend. Ja, also ja, wie gesagt, also deswegen ist so Willeroy im Boch, das kommt für mich. Also für mich kam es auch davor am Dommer nicht in Frog, weil ich immer gesagt habe, das Geschirr von meiner Oma ist für irgendwann do. Und ich denke nicht, dass ich es übers Herz bringe, das wegzuschmeißen. Also würde ich nicht, kann ich nicht, ne? Und was will ich denn mit noch, Emme, dann? Das, was ich meine, ist total verrückt dann einfach, ne? Aber zum Beispiel von der Jessie, ihr Schwiegermutter, die hat von Willeroy und Boch die Wildrose, das Geschirr. 24 Teile und die hat immer nur von dem Geschirr gerettet. Also die Jessie hat jetzt die Hälfte von dem Geschirr, weil die das natürlich an wegwerfen konnten, weil die war so stolz auf ihr Geschirr. Das ist die Wildrose, weißt du? Also da waren die richtig stolz drauf, weil die, sie haben das ja schon richtig zusammen. Das war ja nicht wie heute, dass sie dir einen Kredit aufnehmen gefühlt, kaufst dir das Geschirr oder was weiß ich, kaufst du das einfach. Wie meine Oma gesagt hat, die Oma hätte gesagt, habe ich mal Maul abgeschlagen. Ja, genau so war das bei denen. Die haben zu Weihnachten Dellasche gekriegt, zum Geburtstag Dellasche, ne? So. Ja, oder haben dann zum Beispiel die Henna, also zum Beispiel meine Oma, das weiß ich, wie die hat geguckt, dass wir die zweite Haushälfte kriegen. Da gab es dann oft nur Eier und Brombeere und so, ja. Ich weiß noch, da hat die Oma nämlich mal erzählt, da hat der Opa zu ihr gesagt, ich scheiß dir auf deine Eier. Und dann hat sie die Blatt hingeschmissen und gesagt, fress grad Hundsfotze. Ja, genau. Du warst richtig sauer, Wische, ja, aber die Wische, wie gesagt, da war da nämlich viel. Die haben dann so Wische, so, die Oma hat dann zum Beispiel so Kartoffeln mit Rührei, so wie das Bauernfrühstück. Ja, so, ja, genau. Mit Speck drin und so, vielleicht noch ein paar Äpfel oder sowas und dann war's das. Oder Nudeln mit Eier oder so, weißt du so. Gab es dann wahrscheinlich nichts großartig. Ja, halt am Maul abgesperrt. Ja, ist so. Früher war das so. Ja, die hatten auch, hat der Oma auch Sammeltasse? Also meine Oma hat Sammeltasse. Wir hatten so, da durfte man nie drauf. Das war, aber pass auf, wir hatten so komisches Holzding. So wie so Holzhängeding und da konntest du die Handtücher drauf hängen. Ja. So, auf jeden Fall. Und over drüber war aber wie so Klerikal, also gerade ernst, ne? So. Mhm. Und da waren vom, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich muss es jetzt mal so sagen, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich es ausdrücken soll. Ist auch gar nicht böse gemeint. Von diesem Sarotti, ich sag so ein Moment, ja. Ja. Das andere, ja. Da gab es anscheinend mal so Tasse und da hatte die alle dann. Und die durfte, ach Gott, da durfte keiner drauf an diese blöde Tasse. Ich glaube, irgendwann war es dann auch mal scheißegal, aber zeitlang durften wir diese Tasse doch nicht benutzen. Also. Nee, also, meine Oma. Die Tasse, ich glaube, die täten halt noch stehen. Schli. Ich glaube, an deiner Tasse, die waren doch immer. Ja. Das waren von Sarotti und du musst dir vorstellen, wie diese Ikea-Tasse, wo es früher gab, in Lila und Schwarz und so, diese mit dem kleinen Henkel. Ja, ja, ja. Ido. So in der Form waren die, aber mit einem normalen Henkelklappe. Da war dieser Sarotti, diese Sarotti-Menschen da drauf, ja. Und es waren dann blau, gelb, orange, so richtig dumm, so ganz easy peasy irgendwelche Dinge. Also nichts Besonderes wie jetzt zum Beispiel was mir für Starbucks-Tasse und sowas. So außergewöhnliche mit Glitzer und whatever, ja. Also das war nicht, das war heidisch, sag jo, was ist das? Nee, meine Oma Sammeltasse, bei der die hat das quasi Ä-Tasse mit Unersetzer, ganz dünnes Porzellan. Und das haben die quasi zu Geburtstag, zur Konfirmation, haben die immer so Sammeltässchen gekriegt. Ach, nee. Meine Oma hat es noch alles, also es steht Oma, bei doch, meine Oma war doch, die war, wir sind ja zwar gedarft und so und ja, alle Prozeduren, die du da durchmachen musst, aber wir sind ja eigentlich so. Ach, ich glaube, die Oma hat auch schon an Gott geklappt, aber die hat gesagt, jo, ich gehe sowieso nie in die Kirche. Also, weißt du, die hat gesagt, du brauchst auch nicht so scheuheilig zu sein. Weißt du, die war jetzt nach Weihnachten oder so in die Kirche. Deswegen, für die wäre das dann auch so was Scheuheiliges wahrscheinlich gewesen. Ja, nee, also. Hat ja nie Zeit gehabt, für so Kaffeekränze zu machen. Ah, nee, meine Oma auch nicht. Die hat die als so, Kind. So, aber die hat es halt gehabt. Ja, nee, aber meine Oma. Nee, die hat es als Kind gekriegt, bevor die geheiratet hat. Ne? So als Jugendliche haben die doch so. Also früher war es so üblich, du hast Aussteier gekriegt, ne? Also wenn du daheim, ja früher war, also das war ein Kischt oder ein Kaste und dann hast du als Mädchen zu deinen Geburtstagen, Weihnachten und so weiter, hast du dann Bettwäsche gekriegt, du hast Handtücher gekriegt, Geschirr und das war dein Aussteier, so das Gehäse. Also wenn du mal geheiratet hast, hast du den Kaste genommen und bist mit dem Kaste dann ausgezogen.
Und so wie die diese Aussteuer gekriegt hat, hat die dann halt diese Sammeltasse, haben die dann halt so zum Geburtstag oder so, haben sie so Tässchen halt geschenkt gekriegt. Wir haben die auch nie benutzt, aber die stehen bis heute im Schrank. Also, keine Ahnung. Okay, nee, so, also das wüsste ich jetzt nicht, aber es kann auch sein, wie schon mal meine Oma, die ist so weiße Kind. Ach so, ja, okay. Also gut. Die wurde dann an die Cousine, also wie schon an die Schwester und so, die hat ihr richtig die Mutter. Ja, okay, gut, das kann natürlich sein, weil die sind im Krieg gefallen, deswegen. Ah jo. Ah je. Deswegen hat die sowas wahrscheinlich nicht. Ja, das kann sein. Ja. Ja, auf jeden Fall, meine Oma habe ich auch gesehen bei ihr, die hat dann, also so ich habe mir dann so gedacht, wie witzig, wie sich Sachen wiederholen, weil ich persönlich sammle jo Magnete. Ne? Aber ich sammle diese Magnete nur von Orten, wo ich halt war, sage ich mal. Ne? Also so, was weiß ich, halt von alle möglichen Städte, ne? Egal was, ob Deutschland, ob Ausland, also sammle ich halt so die Magnete. Und bei meiner Oma habe ich gesehen, die hat so kleine Espresso, das ist wie so ein Espresso-Löffel, aber das sind so Sammlerlöffel anscheinend. Ich habe das auch schon öfter mal gesehen, auch bei so Souvenirläden, und zwar ist es so ein kleines Löffelchen und dann ist oben so Wappe drauf von der Stadt oder vom Hambacher Schloss oder so, ne? Und die hat diese Löffelchen, super viele, habe ich gesehen bei ihr in der Schublade, hat die gesammelt. Dann habe ich mir gedacht, sicher. Also irgendwie liegt Sammle, glaube ich, in der Familie. Ich weiß ja auch nicht. Ja, also bei uns ist auch so, also die Oma konnte auch nichts, also doch, die wollte immer wegwerfen, die Mama dann ja nicht so. Und ich bin wieder so der Wegwerftyp irgendwie. Aber die Oma hat auch gesammelt, aber die hat so, zum Beispiel, was die auch gesammelt hat, voll lustig, von deinen Ü-Eier, diese Menschen da. Ja. Und die hat auch sau viel, also ich denke, wenn ich die finde, die sind super viel wert. Ja, ja, und die hat zwischenzeitlich, hat man mal geguckt, da war es noch D-Mark-Zeit, da war schon manche Figürchen, weil das alte waren, 100 Mark wert. Ja, ja. Früher gab es doch so im Kiosk so Sammlerbücher zu kaufen, wo du nachlesen konntest. Und dann hat man so ein bisschen geholt. Und dann hat die Oma nämlich mal die Sache rausgekramt, weil die hat so Hippos und so noch. Ja, Asbach, ja, habe ich auch gehabt, ja. Aber wirklich, also Asbach uralt, und da war wirklich schon so ein Hippo 100 D-Mark. Ja, ja. Wenn du das jetzt vielleicht vergleichst, es gibt ja so Verrückte. Ja, ich ärgere mich auch, weil ich hatte das auch gehabt. Und zwar, früher war das ja nicht so, dass es gefühlt dauernd neue Figuren gab. Ne? Da gab es, wie du sagst, gab es verschiedene Happy Hippos im Jahr. Und dann gab es zum Beispiel, ich erinnere mich, ich hatte von der Biene Maya, hatte ich die Figuren. Ne? Oder zum Beispiel, es gab Asterix und Obelix, aber das war vor meiner Zeit sogar. Ne? Und die sind halt voll viel wert gewesen. Und ich hatte halt Biene Maya und auch die Happy Hippos und so. Aber meine Mutter hat die alle irgendwann hergegeben. Also ich habe sie auch nicht mehr, weil die werden jetzt echt... Meine Oma hat aber auch sogar ganze Sets von vielen. Ah, das ist krass. Richtig gestört. Richtig viel wert. Dass sie gekriegt hat, ob die Eier halt selber gegessen oder ich weiß es nicht. Ja, das ist schon viel wert, ja. Mhm. Kächte weiß aber. Aber kann dich auch noch erinnere, früher, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch hattet, bei uns war, also meine Mutter hat das, Setzkaste. Kennst du das noch? Mhm. Oh. Bei die Hippos und so, ja. Ja, yeah. Aber meine Mutter, die hat so, weiß ich nicht, so holländische Schuh drin und dann so ganz kleines Teeservice aus Metall. Weißt du, du konntest halt früher, ach so viel. Meine Mutter hat sowas gehabt, wie so Bobbestübscher-Sache. Ja, die hat, weißt du, konnte sammeln. Und ich hatte das für Kinder und bei mir, damals, wie es jetzt heute die Schleichfigur gibt, gab es damals halt so Schlümpfe und Pumuckl, weißt du, aus so Gummi. Und ich hatte das und die Ü-Eier-Figuren da drin. Und meine Mutter hat halt, wie gesagt, so Schücher und was weiß ich alles. Und ich erinnere mich noch, ich musste die als Abstabe als Kind. Weißt du, dann haben wir samstags hatte mal Putztag. Und dann habe ich immer die Setzkäste da abstaben müssen. Ne? Oh, nee. Also sowas. Wir hatten immer schon eine Putzfrau. Ja. Ich musste dann nicht mithelfen. Doch, also ich habe das als mit der Aggi. Mit der Aggi habe ich, also meine Mutter hat Parfüm gesammelt. Das habe ich auch, glaube ich, von ihr übernommen. Weil ich habe auch gefühlt, also ich meine, meine Mutter hat alles an Parfüm gesammelt. Ich meine, bei mir ist es ja schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, Armani-Parfüm. Ne? Also immer, wenn Nice kommt, hole ich das. Und von Dior habe ich das Hypnotic Poison, aber auch in alle Variationen. Aber eigentlich sage ich nur Armani und Tiffany, jo, ist ja klar. Auf jeden Fall, meine Mutter hat gefühlt halt alles Mögliche gesammelt und Darien Freund hat ihr damals auch immer dann immer Parfüm sich gewünscht, ne?
Und dann mussten wir als das Parfüm abstaben und es waren wirklich über 50 Flaschen. Und welche manche Flasche früher, die hatten so Deckel, ich weiß noch, die hat Parfüm, das hat so einen Deckel wie ein Blumenstrauß. Also welche so, aber aus Plastik. Und du hast so den Stab reingesetzt, ne? Oh, nee. Deswegen habe ich mein Parfüm in der Schublade drin. Es kommt gar nicht erst irgendwo hingestellt, dass es hier nicht einstaubt. Ja, ja, ich kenne das. Also ich habe auch so viel Parfüm, aber ich benutze... Ich habe mir jetzt gesagt, schwor gut, ich habe jetzt halt wieder Parfüm geschenkt gekriegt oder zwei von dir, Joachens. Aber so direkt, dass ich mir jetzt neue kaufe, nicht. Ich mache die alle jetzt erstmal leer. Weil ja, besser ist es. Ja, und von denen, wo ich jetzt sah, die will ich unbedingt noch mal haben, habe ich mir die leer Flasche aufgehoben. Ja, das ist ein gute Ding. Ja, also das habe ich mir auch gesagt, ich mache jetzt erstmal leer, aber ganz ehrlich... Ich vergesse, also wenn ich daheim bin, mache ich mir halt hier Parfüm drauf, wobei ich mir das von dir abgeguckt habe. Dann fühle ich mich gut. Habe ich mir auch schon gedacht. Das muss ich einfach machen, weil ich kriege es nie leer. Weil daheim mache ich mir keins drauf. Wenn ich rausgehe, mache ich mal drauf. Aber manchmal bin ich so in der Hektik und vergesse dann auch, ja. Also deswegen. Aber ja. Ja, also sicher, das sind wir jetzt schon wieder bei Tasse, bei Parfüm, bei Magnete. Wenn ich so durchgucke, Tiffany, das ist eh so meine Leidenschaft, aber. Ja, bei Tiffany muss ich sagen, ist es, glaube ich, ist es jetzt, wie soll ich denn sagen? Also, alle gemachte TX4-Boxe. Ja, das sind meine Trophäe. Ja, das stimmt. Die habe ich auch alle, du hast recht. Aber du machst nicht alle Kleinoins, gell? Nee, ach Gott, nee. Ich wollte gerade sagen. Dann könnte ich noch einen Stub abbauen. In Sivior habe ich schon ziemlich, ich habe zum Teil jeden Monat die neuen gemacht. Nee, aber die X vorher, das sind einige, ja. Muss man schon sagen, gut, dass wir hier so viel Platz haben, weil in der alten Wohnung hätten wir die auch nicht alles sammeln können. Ja, ich sag mal so, okay. Ja, ich sag mal, hier ins Büro passt ganz gut. Hier ist ja der Platz, ne. Aber ja, so, das ist ja jetzt nicht. Also das ist nicht so eine Leidenschaft, wo ich denke, ich muss das haben. Aber so wie du gesagt hast mit der Tasse, das kenne ich halt schon auch. Ne? Bei mir ist dann so, wie gesagt, bei Tiffany, ich sammle ja nicht alles. Ich meine, man kann sich auch nicht alles dort leisten, weil wenn du was mit Diamanten holst, das kostet ja fünfstellig. Ne? Aber es gibt halt schon so Sets, die ich gesammelt habe. Und da bin ich dann auch, also ich brauche dann auch, ich bin dann auch nervös, dass ich halt alles zusammen habe. Ne? Das ist halt schon auch so ein innerlicher Drang, den man dann so hat, ne? Ja, also ich, wenn es um Schmuck geht oder so, will ich einmal, dass ich alles passend habe oder Tasche, ja. Portemonnaie. Das ist auch sowas, wenn ich eine Tasche habe, will ich einmal die passende Portemonnaie, das stimmt. Aber ja, zum Beispiel Tasche, da habe ich echt super, ich habe schon echt viele auch weg und verkauft und auch weggeschmissen, aber ich habe echt trotzdem noch super viel Tasche. Also das war auch so ein richtiger Tick von mir, dass immer Tasche kaufen muss. Vor allem bei mir ist halt so ein Tick gewesen. Also ich meine, ich sag mal, mit den Jahren habe ich nur noch schwarz, ne? Aber früher habe ich jetzt nicht nur schwarz gehabt. Also klar, Oberteile waren schon immer schwarz. Aber so, ich habe Amo Pink oder sonst was gehabt. Und da war aber mein Tick, ich musste den Schmuck passend zum Gürtel, passend zu den Schuhen, passend zu der Handtasche haben. Deswegen habe ich halt wirklich in alle Farben Handtasche mit Geldbeutel gehabt, Schuhe, Gürtel, also alles, ne? Zum Teil habe ich das auch noch, aber ahne mir alles. Ich habe schon, auch gut aussortiert. Mhm. Aber ja, ich glaube... Also Schmuck zum Beispiel mag ich zum Beispiel gar kein Silber. Roségold ist immer ganz schwierig, irgendwie eine Tasche mit Roségold zu kriegen oder einen Mantel, wo roségoldene Knöpfe... Ab und zu gibt es das, Mo, aber ganz, 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 ganz selten. Ah, der MCM-Tasche, ne? Ja, also klar, du. Oder ich hatte schon Sache vom H&M, wo ein Reißverschluss dann Roségold war. Aber das ist ja halt auch wieder, das hält dir dann vielleicht auch nicht so lang, ja. Das stimmt. Das ist dann so das Problem, ja. Das ist dann halt traurig, aber so gibt es das ganz selten. Oder ein Gürtel, der Roségold mit Roségold, eine Schnalle. Also ich musste es dann schon explizit im Internet eingeben und lang suchen, bis ich sowas dann finde. Und dann ist natürlich auch nichts Besonderes. Es ist dann manchmal welche so auf Amazon oder so. Was ich eigentlich schade finde. Ja, also zum Beispiel, ich habe auch zum Beispiel Uhren, habe ich auch in Gold, Silber, Schwarz und auch Roségold. Ne? Weil ich habe auch Roségold Schmuck. Das ist mir nicht so gut. Bitte? Ich find, also ich mag Silber mit meiner, also das sieht bei mir so langweilig aus. Ja. Also nichts aussagend. Ja, aber ich ziehe auch gar keine, ich meine, ich habe wirklich Uhren in alle Farben, aber ich
jetzt ziehe ich sie gar nicht mehr an. Ich meine, keine Ahnung. Also ich hatte mir jetzt vorgenommen, auf meine Wishlist. Ja. will ich halt, ja, weil jetzt gibt es wieder eine rosa eine Apple Watch. Oh no, ich habe die auf meine Wishlist geschrieben. Ja, und du trägst bestimmt schon gefühlt Mäue ab. Nee. Bin ich wieder innerlich eifersüchtig, aber irgendwie gönne ich es dir, Joa. Aber ich bin so eifersüchtig, weil ich dann denke, oh Mann, ich will meine jetzt auch schon haben. Nee, mach ich nicht, Schalima. Nee, alles gut, ach was, ist doch Spaß. Aber du schickst mir ein Video, wenn du die Folie abziehst. Weißt du, du teilst ja dann noch nicht immer diesen Erektion. Ja, wahrscheinlich, weil ich dann eh wieder die Alt vom Dommer nehme. Was soll ich denn durch Folie abziehen? Ach so, okay, ja. Auf jeden Fall, aber... Ja, erzähl. Genau, und jetzt habe ich gedacht, komm, ich nehme wieder eine rosa, ne? Ja. Weil ich bin wirklich so ein Typ, ich liebe Uhr, also ich mag das, weil ich finde es halt auch mit einem Blazer oder so, sieht es super elegant aus. Und jetzt gibt es halt wieder eine rosa, ne? Ist halt für mich super praktisch. Und dann wollte ich mir halt gleich die Bänder in schwarz, weiß, rosa, beige fertig. Ja. Weißt du, vielleicht auch noch verschiedene Materialien. Also jetzt nicht jede Farbe in jedem Material, sondern... Ja, ich verstehe. In jedem Material, ne? Ja. So. Nicht zu viel. Als Minimalist muss ich aufpassen. Ja. Innerlich würde ich ja gerne jedes Material in jeder Farbe, ne? So, also ich habe es auch noch in mir, aber ich muss es hier drosseln. Aber ich dachte, das wäre jetzt halt wieder praktisch, weil dann hätte ich wieder nur eine Uhr. Das stimmt, für dich wird es passen. Also bei mir ist jetzt ein ganz anderer Hintergrund. Also ich habe hier tatsächlich schon ein paar Jahre überlegt, ob ich jetzt sowas brauche oder nicht. Dann habe ich aber das Problem gehabt, was du jetzt sagst, dass ich halt sage, jo, aber was für Farben nehme ich, dass es zu allem passt. Ne? Ich meine, gut, die Armbänder wären auch Essach, aber was für Farben nehme ich. Aber bei mir ist jetzt tatsächlich das Ding, weil der Dommer, der trackt ja alles, seine Schritte und was weiß ich alles, ne, mit der Uhr. Und das Ding ist, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Heve haben die das jetzt so zusammen. Der sieht quasi, was der Heve gelaufen ist und, ne, wisch, wisch, meine... Wie so Battles und so. Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie ist hier schon so, wisch, dass... Ja. Also, eigentlich machen die Cap Battles. Unterbewusst. Aber der Dommer sah dann so, nee, mir zum Beispiel, also ich laufe hier immer Ham auf jeden Fall vom Opa, ne? Manchmal, wenn ich allein bin, laufe ich auch hier. Und dann war es halt schon so, dass er gesagt hat, nee, wir laufen heute hier, weil er eigentlich immer mit dem Auto fährt, ne, und fährt mit dem Auto zurück. Nee, wir laufen heute hier und laufen zurück. Ich muss auf meine Schritte kommen, wie ich so. Der Mann, der muss noch 5 Schritte mehr haben wie der Heve. Ja, so auf die Art. Ja, aber ich glaube, das kann er nicht, weil der Heve, der läuft dann plötzlich 7 Kilometer oder so. Der Heve, ja, aber voll krass, weil der Heve, also das war, ich weiß nicht, was die durch schaffen, weil am Samstag war mir halt spontan dort, weil Sonntag hatten wir ja das Seminar und dann sind wir samstags hier anstatt Sonntag noch Speyer. Und ich hatte quasi für den Heve Eis mitgebracht und habe den A gerufen und habe gesagt, ah, wo bist du? Weil ich habe das Eis, du musst in die Truhe machen, ne? Und dann hat er gesagt, ey, er ist noch unterwegs, er ist in 20 Minuten da. Und dann hat er erzählt, ey, er ist noch eine Runde gelaufen durch die Stadt. Ich denke, dass er auf die Kilometer kommen wollte, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann aber gedacht, okay, also jetzt gar nicht, um mit denen zu betteln, sondern ich habe dann Dommer zum Beispiel gefragt, rein Interesse halber, wo wir dann Samstag, also wo wir mit dem Hund morgens rund gelaufen sind, wie viele Schritte sind wir jetzt gelaufen, weil mich das einfach mal interessiert hat, ne? Und dann wollte er nicht, hat er gesagt, nee, er hat es noch nicht beendet. Der guckt erst, wenn er beendet hat, was weiß ich, dann habe ich gesagt, wäsche. Also das wäre jetzt so der Beweggrund, dass man halt einfach nur sieht, weil die Uhr, die guckt ja auch mit, wie du schlafst, deine Schlafqualität. Also du aber nur, wenn halt, du so nachts auch lässt. Der lässt auch. Oh, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich kann das auch nicht. Aber die waren ja ziemlich viel, ne, so. Ja, also das wäre jetzt so der Reiz halt, wie gesagt, dass man halt so das tracken kann einfach, ne. Aber... Jo, andererseits... Kann er keine Ringe auslassen, weil ich habe immer jeden Tag mal 2 gleiche Ohr, ne? Aber ich ziehe die oben aus. Aber ich muss halt dazu sagen, meine Ringe sind mir halt, ach, jetzt ein bisschen zu groß. Und ich glaube, ich verliere die dann im Schlafen und dann muss ich die suchen und so. Ja. Aber weil normal ziehst du dann eh Ring zum Schlafen aus? Ja. Ah, okay, weil meine Mutter zum Beispiel, mein Vater, die Hände immer Auge hat. Der Dommer hat einen auch immer Ort zum Duschen und zu allem, das kann ich nicht. Ich mag nicht, wenn sich in der Ring die Seife reinhockt, du weißt nicht. Also selbst wenn ich den Ring, wenn ich spül oder Hände wäsche, ziehe ich den Ring aus, lege ihn hier und wäsche mal Hände. Weil ich kann das nicht haben. Das nervt mich so. Gut, ich sage mal so, ich mache es ja so, weil ich dem ganzen Modeschmuck, also was heißt doch, das ist ja dann Modeschmuck, das ist ja so Silber, Fair, Rosé, Goldet, nennt man das so? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall
ja, dann traue ich dann halt nicht so, dass das dann hält, weißt du, so, deswegen ziehe ich sowieso raus, aber wie du sagst, und dann, ja, aber wenn ich dann noch safe mache an die Ringen, dann rutschen die echt recht, weißt du, und ich bin halt so ein Trampel, ja. Ich habe sowieso immer Schiss, das rutscht mir in das Becken rein. Ja, also tatsächlich, ja, wenn kann du, das passieren. Ich meine, gut, ja, ein Ehering würde ich mir, der ist ja dann passgenau, also, ne? Gut, ich muss dazu sagen, ehrlich gesagt, mein Ehering war zu groß, bis ich natürlich so zugenommen habe, sag ich mal, ne, war der wirklich zu groß. Also mir ist er Teil wirklich auch abgefallen, weil das ist ja das, was ich sage, es war total komisch. Also der hat mir gepasst natürlich, wo wir geheiratet haben, wobei dann ich muss dazu sagen, wir haben die Ringe gekauft und habe ihr dann noch immer für die Hochzeit abgenommen und da war schon ein bisschen groß. Aber nur, dem ich dann mit der ganzen Klinoin-Schose gemacht habe, war richtig groß. Also da habe ich auch so gemacht, wenn ich richtig krass gemacht habe, der ist abgeflogen. So. Hm. Jetzt halt passt er wieder ganz normal, ne? Aber ja, es ist halt, also ich ziehe ihn egal, aber trotzdem auch, ich habe ihn immer ausgezogen, weil ich kann das halt nicht haben, wenn sich die Seife oder die Creme dort einhockt, das mag ich nicht. Aber ich habe da eh so einen Tick. Ich mag auch nicht gern mit Händen essen. Das mag ich auch nicht. Ich kann das nicht so haben, wenn meine Hände so babbisch sind. Echt? Oh, ich liebe es, mit den Händen zu essen. Ehrlich? No. Ja, ich esse halt auch gern Fast Food. Also selbst so Pommes. Ich bin halt so ein Pommes-Fan. Pommes, so weiß ich nicht, Nugget-mäßig. Oder nee. So Käsetaler, oh, alles, was du so... Ja. Fingerfood-mäßig. Also ich esse es dann mit der Gabel, wenn es geht. Ach, mein Vater, der hat sogar einen Subway mit der Gabel gegessen. Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen arg. Also, der hat sogar mal einen Döner gegessen mit der Gabel und zum Beispiel, wenn wir dem vom Mac einen Burger mitgebracht haben, hat er gesagt, hol mir mal Besteck. Ja, aber das würde ich am liebsten machen. Ja, aber das hat bei mir gar nichts. Zum Beispiel ein Hähnchen, ne, nimmt man ja auch in die Hand. Ne? Ich meine, gut, um dann das Fleisch komplett wegzukriegen, nehme ich es auch in die Hand. Aber ich kann das schon, dass ich das komplett alles mit dem Messer abschneide. Und das Kranke daran ist, in Malaysia isst man eigentlich mit den Händen. Also man isst Reis und Curry. Die Kultur ist, man isst mit den Händen. Aber ich bin so ein Mensch, ich will essen und dann will ich aber von dem Essen nichts mehr wissen. Also ich mag nichts, was mir aufstoßt. Oh, ich zum Beispiel, dann. Ja, uah. Wenn die Hände dann noch Zwiebeln, ich mag gar keine Zwiebeln, nur Zwiebeln oder nur Fisch. Fisch ist auch so schlimm. Oder McDonald's ist auch so was, weißt du, du riechst dann der ganze da diese, boah, no. Das mag ich nicht. Das ist so ein Tick von mir, was ich nicht mag. Deswegen, nee. Aber das ist auch so ein Tick, ich muss einmal Haar immer zusammen machen. Ich kann auch nicht essen mit offenem Haar gefühlt. Du wärst wahnsinnig. Ich muss die immer so zusammen, alles weg haben, so, ne? Ja, aber das ist ein Gewöhnungsding. Ja. Weil früher als Kind, ich hatte einmal geflochtene Haare und irgendwann habe ich dann auch gefangen, ne, so Pubertät. Ja. Und habe ich gedacht, Alter, ich rast aus. Und wenn du den Punkt übergangen hast, ist gut. Geht's. Ah, okay. Ja. Ja, also ich würde sagen, man hat halt einfach so Ticks. Aber was ich noch sagen wollte, eigentlich ist es voll untypisch, dass du nichts sammelst. Weil ich wüsste jetzt, außer dass du roségoldene Sachen sammelst, ja, wüsste ich jetzt nichts, was du sonst noch so doch sammelst. Make-up. Oh ja, stimmt. Ja, also das hat jetzt in den letzten 3-4 Jahren aufgehört. Ich habe mir jetzt in den letzten 3 Jahren gar nichts geholt. Und wenn ich mir was geholt habe, war das wirklich nur so Drogerie-Dreck. Also was heißt Dreck? Das die hat ja auch super gut aufgeholt, Drogerie. Aber ich bin ganz ehrlich, erstens mal konnte ich mir es nicht leisten. Ich war danach irgendwie so geizig für ein Make-up, 50 Euro zu bezahlen. Ja, für das, dass ich dann auf der Arbeit habe. Und die mir dann so erzählen, ich könnte mich nicht schminken, also weißt du so. und dann du noch 50 Euro für Make-up bezahle. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich merke halt, ach, ohne Spaß jetzt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Entweder habe ich totale Feuchtigkeitsentzug von den, ich weiß eigentlich schon, was los ist. Ich bin relativ schlampig mit meinen Supplements. Ich bin relativ schlampig mit meiner Routine. Also die mache ich zum größten Teil nur morgens und ja, oben zwischenfahre ich muss so übers Gesicht kotz, also so, ne, und eigentlich super schlecht. Und ich merke einfach, dass ich halt, ja, mein Make-up sitzt einfach nicht mehr gut. Und meine Haut, ja, sie sieht halt ein bisschen älter aus, ist halt aber so. Und dann ist ja noch diese Reife jetzt dazu gekommen von 35. Oh, nee, Spaß.
Kleiner Insider am Rande. Auf jeden Fall, aber ich merke halt, wenn du dich halt nicht drum kümmerst, so wie die ganze Zeit war, und ich bin es ja halt gewöhnt, dass ich mich eigentlich drum kümmere, aber jetzt war ich halt ein bisschen faul und so. Ich merke das halt total. Und mein Make-up sitzt einfach überhaupt nicht mehr. Das setzt sich überall nein. Ich sehe auch gefühlt, ich fühle mich so. Vielleicht auch noch durch diese Bestärkung mit dem 35 oder so. Ich weiß es nicht. Wie all die Kruscht, ja. Ganz ernsthaft. Und da habe ich jetzt echt überlegt, letztens, ich muss jetzt mir mal nochmal so ein gutes, also wie ich es so von so eine gute Marke, ob es jetzt MAC ist oder so, ich weiß, oder andere Marke, die ist It Cosmetics und die haben auch so geile, BB und CC Creams, weil ich habe in dem Sinn jetzt nichts wische, wo du so sagst, okay, yeah, die muss ich jetzt abdecken, dass yeah, man jetzt halt außer die Aare-Ringe, du brauche ich immer ein bisschen mehr. Aber yeah, ansonsten ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier eine rote Placke habe oder was weiß ich, yeah, irgendwie. So. Und dann brauche ich ja gar nicht so extrem Deckkraft und dann reicht mir so, das ist ja dann eigentlich eher so eine getönte Pflege, die gleicht ja eher nur aus. Das reicht mir dann eigentlich. Und ich hoffe dann, dass das dann ein bisschen besser aussieht. Deswegen willst du dein Car-Shipment mit Kollagen und so machen? Ja, ich muss das unbedingt machen, ich sag's dir. Ich muss aber erst mal überhaupt in die Routine kommen, weil es bringt ja nichts, wenn der Kram auch kommt, aber ich das dann verstehe und ich mach's nicht. Und es ärgert mich dann wieder, aber eigentlich bräuchte ich es wirklich. Also, ja, es ist halt einfach so. Wie ich auf der einen Seite esse ich dann gefühlt nichts. Dann nehme ich noch nicht, dann nehme ich keine Supplements, ja, also ich meine, irgendwo... Ja, da fehlt's. Es fehlt dann halt, ja. Das stimmt. Ich merke das einfach total an meiner Haut. Nicht, dass die jetzt super schlecht aussieht, ne? Das will, also, du isst jetzt auch kein Filter, aber ja doch, ich glaube, Zoom tut automatisch ein bisschen filtern, aber so allgemein merke ich das, wie ich so... Sie ist zu trockener Haar und ich hatte noch nie so trockene Haut, oder? Ist es vielleicht auch, weil ich jetzt... Die Heizungsluft. Heizungsluft und alles sieben Jahre verändert sich für den Körper. Und wenn du die ersten 3 Jahre vom Leben abziehst oder so, wir kommen dann wieder in die Richtung. Kann auch sein. Deswegen. Ja, es ist schwierig. Aber so Make-up ist halt doch meine Sammelleidenschaft und ich müsste da echt mal aussortieren. Aber also Make-up heißt alles, ne? Lippenstift, Lidschatten. Ja, also allergrößt die Sammelleidenschaft. Und der Witz ist, in letzter Zeit benutze ich es gar nicht so oft, ist tatsächlich Lippenstift. Echt? Ich glaube, ich habe 100 Stück, das langt nicht. Wirklich? Ich habe bestimmt 20 Rottöne. Boah. Krass. Ja, also Lippenstift, dann habe ich Lippenstift. Ja, aber Lippenstift und Rot ist ja nicht immer gleich. Ja, das, ne? Stimmt. Also erstens das, dann. Es gibt hier Rot mehr in der Orangeton, Rot mehr in der Pinkton, Rot mehr in der Blauton. Also da kann man jetzt stundenlang noch erzählen. Mhm. Ne? Aber dann gibt es ja noch verschiedene Texturen. Dann habe ich welche Liquid, also die sind erst flüssig, dann werden die trocken. Dann haben wir normale Lippenstift, dann normale Lippenstift matt, normale Lippenstift extra matt, normale Lippenstift glänzend, normale Lippenstift Luster, das ist dann wie ein Gloss. Also du gibt es hier 1000 Varianten, dann Lipgloss. Also top, dann habe ich noch so Lippenstift-Topper. Das sind so Glitzerpartikel, die sich obendrauf toppen dann. Und die werden auch trocken. Dann habe ich Metallic. Also dann habe ich in Stiftform, in so dünne Stiftform. Dann, weil die aus Amerika sind. Und so könnte ich jetzt ewig weitermachen. Dann habe ich eine Zeit lang so Lidschattenpalette gesammelt. Da habe ich übrigens die Palette gefunden. Du wolltest die doch mal Mädchen geben. Ah ja, Habe ich gefunden. Aber manche gebe ich ja nicht. Also die ich hergeben wollte, die habe ich. Und dann habe ich noch so welche, zum Beispiel hat mir mein Bruder auch Annie aus Amerika mitgebracht, weil damals gab es die Marke hier noch gar nicht. Ich habe so viel Sache, die Marke gibt es immer noch nicht. Annie Colourpop, die gibt es immer noch nicht in Deutschland. Du kannst zwar hierher bestellen, aber das mit dem Zoll, bis das dann durch ist, dann hätte es da teilweise schon wieder zurückgeschickt, weil ich den Brief zu spät gekriegt habe. Also super dumm. Deswegen, das ist manchmal richtig doof. Und ich habe mir dann extra für dieses Colourpop, das müsst ihr euch mal vorstellen, Postfach in Amerika eingerichtet, dann hat der, wisst ihr, also dieses Colourpop hat es dann erst an das Postfach geschickt und das Postfach hat es mir dann nach Deutschland geschickt. Oh mein Gott. Und dann musste ich den Zoll beim Briefpost, also beim Postbote bezahlen. Hast du auch Lipliner zu alle Lippenstiften? Ja. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn du sagst, matte Lippenstift, ne? Ich habe das Amo gehabt, aber ey, das hat mir so weh getan, weil das dann so
Drucke geworden ist, dass es so richtig gespannt hat und dann wie so abgebröselt ist. Ja, also du, also mein Tipp ist immer, ich mache vorher erst mal Peeling. Mhm. Und dann gibt es von MAC, also ich habe es halt von MAC, aber der ist jetzt mal leer und ich merke das dann nämlich, das wäre dann so richtig fotz Drucke. Von MAC gibt es so ein Lip Base oder so hieß das. Das ist so ein dünnes Stift und das fühlt sich auch wie ein Lippe Balsam. Mhm. Du machst es dann drauf und dann bleibt es ganz kurz, muss ich noch warten und dann zieht es aber all. Und dann gehe ich da drüber und es ist wie so ein Schutzmantel. Und dann hält auch der Lippenstift länger. Und dann wird er auch nicht so rissig und es tut auch nicht so weh. Also bei mir persönlich, ne? Ich weiß jetzt nicht, es wirkt ja nicht immer bei jedem, aber bei mir hilft es. Also meins ist aber leer. Ah, okay. Aber das kann ich nur empfehlen. Also bei mir hat das gut gewirkt. Ja, ich habe zeitlang auch immer Lippenstift drauf gehabt, aber das habe ich jetzt eigentlich auch schon seit Jahren immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das aber ich habe den noch. Art, wo ich jetzt bin, von der Arbeit her, mein Problem ist ja halt, also ich will ja die Lippe ein bisschen, also ich würde mir ja gerne die Lippe entfernen, ne? Ja. So. Auf jeden Fall und nochmal aufbauen lassen. Und dann würde es ja auch anders aussehen, weil ich dann nicht mehr die alte Technik hätte, sondern die neue. Und dann würden sie von der Seite halt auch ein bisschen schmäler aussehen. So. Weil das Ding ist halt, ich denke halt immer, die Leute, die mir tagsüber gegenüber sitzen, die erschrecken wahrscheinlich jetzt schon mit dem, was ich aktuell habe. Wobei das jetzt schon 3 Jahre lang sich abbaut, ja? Also es ist schon 3 Jahre nicht mehr aufgebaut. Ja. Also wenn ich Bilder sehe, wie ich vor 2 Jahren noch ausgesehen habe, war schon ein brutaler Unterschied. Und vor 3 Jahren, meint man, du denk ich mir, was habe ich da gemacht? Also, denke ich jetzt mittlerweile, ja? Also auf jeden Fall, aber ich, wenn ich dann jetzt, und ihr müsst euch ja vorstellen, guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Ja. Im Vergleich zu dir. Ja. So. Und wenn ich das jetzt noch rot, was ich so rein theoretisch von der Zeit her in dem modernen Alter, wo wir jetzt gerade sind, ganz stinknormal mit Schwarz oder so, kann ja ein Rollkragepulli dann Zeit tragen können auf der Arbeit, du kriegst die, glaube ich, einen Nervenzusammenbruch. Ja, weil ich arbeite ja mit vielen Männern. Ja, ja. Ich sage mal so, für halt mich. Das Problem. Für mich ist das halt schon so. Für mich ist es halt so voll normal, weil ich dich nur so kenne. Aber jo, am Anfang hat man schon erstmal einen Schock, wenn man dich sieht. Das stimmt schon, weil man es halt einfach nicht gewohnt ist. Ja, ich glaube, jetzt ist es nämlich ganz so dramatisch. Mich sprechen nach weniger Leute da drauf. Oh ja, ist ja auch okay, weil jetzt sind sie halt schon viel, viel weniger. Also fast gar nichts. Es ist gar nicht mehr so viel. Also doch schon noch, aber... Es ist schon noch, ich wollte gerade sagen. Ja, aber ich sag das, wenn ich Jenny Schwörder schicke, der Bild. Aber... Ja, wie gesagt, ich bin doch halt mit Männern und ich bin ganz ehrlich, mir ist es dann irgendwie peinlich, dass, wenn ich dann so aufgestylt bin. Weil das Ding ist, ich habe halt auch das ich soll jetzt gar nicht so eugebildet klingen, aber zum Beispiel, ja, ich habe halt irgendwie das Talent, ich könnte einen Pullover ausziehen und schmier mir einen Lippenstift drauf und ich sehe immer noch manchmal besser aus als die Person neben mir oder so. Ja, stimmt. Weißt du, so, ich kenne akut so eine Leggings Ozzi und einen Rollkragepulli und der müsste 3 Meter zu groß sein, aber durch meine Art, mich zu schminken, ich kann das nicht sagen, hat das irgendwie immer noch mal, ich glaube, ich könnte im Pyjama durchstehen. Ja, das stimmt. Und das ist einfach die Art, wie ich mich schminke, aber es ist halt meine Art. Also andere schminken sich ja gar nicht mehr. Ich glaube, das ist da nicht bei jedem so im Trend, so wie ich mich schminke, aber es ist halt so meine Art, weil ich genau weiß, passt halt zu mir, aber das Ding ist, wenn ich dann jetzt noch so rote Lippenstift, manchmal mache ich so ein bisschen nude, aber selbst dann, manchmal, wenn ich in die Kamera gucke und hocke in dem Call und bin dann mit 2 Frauen und die Endfrau vielleicht erst so ganz natürlich ist und ich dann daneben draus sitze, so denke ich mir immer, jo. Da fühle ich mich so manchmal dann so fehl am Platz irgendwie. Vielleicht ist da nur Eubildung, aber... Weil es fällt halt so extrem arg auf. Weil zum Beispiel meine Annie-Kollegin, die trägt immer Lippenstift und auch rote, aber die hat viel schmalere Lippe als ich. Und es wirkt dann anders, jo. Ganz anders. Das kann ich überhaupt nicht vergleichen. Weil die trägt wirklich knallrote Lippenstift. Oder ach so dunkelpink, ne? So Cherise oder wie man das nennt. Jenny, das sieht, wenn ich das trage, das... Also gerade dieses Pink wäre jetzt wahrscheinlich bei mir eher ein bisschen wie ein Clown durch die blonde Haare auch noch, aber es wirkt halt, also ich muss so echt aufpassen, also ich fühle mich so, als müsste ich aufpassen. Ich denke,
Ja, gut, ich sage mal so, ich kann das schon, sage ich mal, irgendwo nachvollziehen, auch bestätige. Ich finde, manche Dinge im Berufsleben sind halt komisch. Zum Beispiel, ich finde halt, wenn jemand mit Lebensmitteln schafft, hat er nichts mit Nagellack. Also, meine Meinung. Wenn jemand mit Lebensmitteln zu tun hat, dann hat er für mich kurze Nägel und auch kein Nagellack, weil ich es super unhygienisch finde. Ne? Ist jetzt einfach so mein Empfinden. Tatsächlich ist es ja auch vom Gesundheitsamt so, dass du das eigentlich nicht darfst. Ne? Wenn aber du das setzt sich hier unter die Stippe. Ja, genau. Finde ich jetzt zum Beispiel so Sache. Oder ich sage mal so, also ich selber in meinem Berufsfeld, sage ich mal, wäre jetzt auch nie mit einer Hacke Schuh und Mini-Kleid oder so gekommen. Ne? Also hätte ich auch nicht gemacht, weil einfach dann die Leute, dann hätte ich auch so das Gefühl, oh, Aladdin. Dann hätte ich auch so das Gefühl gehabt, dass die Leute mich nicht vervoll nehmen. Ne? Ich meine, du bist eh schon eine Frau in einem männerdominierten Beruf, hast dann noch eine Führungsposition, bist noch jung und dann kommst du noch aufgetackelt. Weißt du, was ich meine? Dann hast du gleich so komplette Stempel weg. Deswegen musst du halt ein bisschen Ellenbogen raus, ne? Ein bisschen einfach dein Mann, Frau stehe, ne? Ja, das stimmt schon. Kann ich schon nachvollziehen, was du meinst. Quasi. Aber eigentlich, also es steht dir. Also mir würde es jetzt nichts machen. Weißt du? Ja, aber ich denke, ja, bei mir ist es halt dann insgesamt too much. Weißt du, was ich meine? Weil zum Beispiel meine Kollegin, die hat dunkle Haare. Und weißt du, zum Beispiel ich. Da habe ich dann die blonde Haare. Dann habe ich die riese Brille. Dann habe ich den großen Mund. Weißt du, was ich meine? Also, und wenn ich dann noch so schmink, also das ist dann vielleicht, also ich habe es ja schon gemacht, also jetzt nicht rot dann, ne, ja, sondern so vielleicht ein dunkles Nude oder ach, mehr so in so braun-pink-mäßig, wisst ihr, was ich meine? So bis hier. Wo ist der ganze Lippenstift? In meinem Rollwägelchen. Ehrlich? Da habe ich mich gerade so gefroht. Ja, ich habe dann in so Schublade, also so Plastikdinger, und das sind so zwei Schublade drauf, habe ich das. Ah, deswegen gefällt es nicht so auf. Ja, ich muss ja alles staple und lege und die sind übereinander gelegt und gestapelt, das ist schon dumm. Also für so einen Make-up-Lover wie mich, der dann gerne da sitzen geht und den sein Schublädchen aufmacht und sich heute modernen Lippenstift raussuche, ist es halt nichts. Hast du noch einen Überblick für dich, wo du sagst, du weißt, welche Farbe du hast? Nein, ne? Also meine Mutter hat mir mal vor langer Zeit schon, obwohl nicht den Make-up-Kasten, den hat sie mir erst vor kurzem gebrungen. Aber ich wusste, weil ich habe mir vor 3 Jahren, nee, wann bin ich ausgezogen? Bald 5 Jahre, gell? Ja. Nee. Ich glaube ja, oder? 19. Ja, 5 Jahre waren das. 15. Februar waren es ja. 5 Jahre. Ja. Cool. Ja, auf jeden Fall 5 Jahre halt, wo ich dann weg war, auf jeden Fall. Und doch, ja, genau. Und auf jeden Fall, da hatte ich ja tatsächlich vor 5 Jahren, ich wusste aber, dass ich den doppelt gekauft habe und ich wusste, dass der noch da drin ist. Und mein Lip Liner war dann leer und hatte ich halt noch ein Backup. Ne? Das ist halt schon 5 Jahre, aber du hast ja nichts drauf. Ich meine, das ist ein Stift. Ja, jo. Das ist jetzt nicht... Nettes, klossige hier, ja. Konturestift ist ja. So, du brauchst ja wie ein Kajal. Muss ja halt noch mal ein bisschen warm reiben, ne, weil ja. Der Anfang hakt ein bisschen, aber da habe ich noch so gedacht, krass, ey, da bin ich mal kurz erschrocken, aber ja, deswegen, manche Sachen sind schon so alt, die müsste ich eigentlich mal aussortieren. Ich weiß aber noch, deine Aladdin-Kollektion von MAC. Die habe ich ja immer noch. Die würde ich ja nie mal zergeben. Du ärgerst mich ja bis heute, dass ich den pinken Lippenstift nicht noch genommen habe. Oh, du ärgerst dich über viel Sache heute, dass du es nicht damals genommen hast, gell? Ach so, ja, ne, alles gut. Aber ja, die Rosé-Goldhand hast du genau das Gleiche. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, okay, für das, dass du eigentlich nur Make-up sammelst, geht's ja. Aber wenn ich überlege, deine Mutter, die sammelt schon mehr, ne? Mit deiner Boppe und was du alles hast, was du schon erzählt hast. Ja. Und meine Mutter, ich habe noch diese Schuhe. Ja. Das stimmt. Aber Anime, die Bands hast du ja weg. Du bist ja bis heute noch geschockt. Ja, ich sag mal, es muss so, ich habe immer noch viel Schuhe, aber in meiner Farbrange. Und das ist halt auch schwierig. Ja, die sind ja voll schär, diese Metallic-Schuhe, wo du hast, weißt du, diese Rosé-Goldene. Ja, aber das Ding ist, als ich sag mal, so bei Schuhe, finde ich halt,
ja, nee, eigentlich ist Quatsch. Aber ich denke mir halt, wische ein T-Shirt oder so, das ist ja dann zu groß. Oder ich sag mal so, ich habe jetzt letztens ein Schuh weggeschmissen, das waren so roségoldene Ballerina-Peep-Toe. Die habe ich jetzt immer fortgeschmissen, weil die waren einfach, die gibt es jetzt, glaube ich, so ähnlich wie da bei ASOS, da ging ohne schon die Sohle ab. Also, ach so, ja, okay. Da habe ich gedacht, so, Freunde, jetzt fort mit euch. Ja, ja. Also das ist dann sowas, wo ich dann sage, komm, und so ähnlich gab es die jetzt wieder. Und die werde ich mir jetzt den Sommer dann wahrscheinlich wiederholen. Da kann ich mich dann nur mal von trennen, aber es gibt so Dinge, also wenn ich klaff die Schuhe, behalte ich wirklich, bis die am Arsch sind. Aber das ist, weil ich halt auch so Beziehung, außer bei deiner Gelbe. Aber Gelb, das muss jetzt einfach gehen. Aber ich habe halt so Beziehung zu Schuhen, weil für mich ist wirklich auch immer schwer, Schuhe zu kaufen. Und die, die ich schwer finde, die gibt es halt meistens auch nur in große Größe. Und es ist für mich wirklich traumatisch, weil Wische, ich bin eine erwachsene Frau und kann man dann den Schuh nicht kaufen, weil es den in meiner Größe nicht gibt. Nur weil ich jetzt so klein bin. Und es ist halt voll dumm. Ja, verstehe ich. Und das ist halt wirklich ärgerlich. Also wenn ich mir überlege, dass ich bei Akboost 33,5 habe, du weißt ja, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, das stimmt. Und dann kann also, ich mir zum Beispiel, wollte ich schon diese Plateauschuhe haben. Ja. So, bei Dame fangen die, glaube ich, bei 36 erst an. Und bei Kinder gibt es die, aber du hast dann eine Plateau kleiner. Aber ich weiß halt nicht, ob das dann in Relation zu mir passt, weil ich habe hier einmal Vergleich, ein Kind, wo 33,5 hat, ist ja. Geht mir ja wahrscheinlich nur bis du. Ja. Oder ist es zumindest, oder ist es gleich groß, aber gefühlt die Hälfte von mir, weil die ja noch keine Frau ist. Ja. Weil ich meine, ich bin ja schon, mein Körper ist ja, also weißt du, mein Becken und alles, also ich meine, ich bin trotzdem wie ein Kind, aber du weißt, was ich meine. Ja, bei also mir ist es mit 33,5 sind die ja 8, 9, 10 Jahre alt vielleicht. Also ich wusste das gar nicht, gut, dass du sagst, dass der Plateau nicht so hoch ist, weil ich hatte tatsächlich, ich wollte den schwarzen Plateau haben und habe mir auch bestellt in 39, der war mir aber zu groß. Also ich brauche 38, weil du gab es halt 8% vor der Weihnachten bei Ack. Und das Ding ist aber, in 38 gibt es nach wie vor nicht. Und Kinderschuh gehen bis 38, aber den gibt es auch nicht, der ist auch ausverkauft. Aber ich wusste auch gar nicht, dass es ein Unterschied vom Plateau ist, aber gut zu wissen. Ja, der wird auch wieder kommen. Ich denke, das ist so Standardding. Ja, ja, aber für mich ist es halt blöd. Ich muss mich halt überholen. Aber ich denke, der Plateau rentiert sich gefühlt für mich dann optisch nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe 38, 39 und mir war der 39er definitiv zu groß. Also die fallen, also ich würde behaupten, fallen vielleicht ein bisschen größer aus. Ja. Deswegen, ich muss ja sowieso bei Kinder. Ja, das stimmt. Hast du auch recht. Ja, es ist echt nicht so einfach, aber Schuh kann ich verstehen, da habe ich auch so Leidenschaft. Also bei mir ist es auch, ich habe gefühlt ganz viel so Badeschlappe, ja, die liebe ich jo. Ich weiß gar nicht, dann davor, bevor ich die Badeschlappe hatte, hatte ich Flipflops. Also ich weiß gar nicht, wie viele Flipflops ich habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballerinas. Ich glaube, ich habe allein 50 Ballerinas einfach. Aber das sind auch so Sachen, wo ich mich nicht trennen kann, weil es ist, wie du sagst. Erstens, Mo, gibt es verschiedene Sachen dann, Nimi. Zweitens, Schuhe passen eigentlich immer. Ich meine, klar, wenn man zu und abnimmt, werden auch Schuhe enger oder größer oder kleiner. Aber in der Regel passen Schuhe immer, sage ich Mo, ne? Also wenn man mal ein paar passende gehabt hat, ne? Also deswegen ist es für mich tatsächlich auch schwer, mich so zu trennen. Ich habe echt auch viele Schuhe. Also mancher wird dann wohl sagen, ja, du sammelst Handtasche, du sammelst Schuhe, du sammelst Tiffany, du sammelst Tasse, du sammelst Hardrock-Kaffee-T-Shirts, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, nee, also so richtig sammeln. Ich würde auch nicht sagen, ich sammle jetzt unbedingt. Also ja, ich habe einen Tick für Tasse, aber ich würde nicht sagen, dass, also ich sammle die Christmas-Starbucks-Tasse. Die sammle ich wirklich. Also die muss ich haben. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, keine Ahnung, es gibt irgendeine Tasse, wo ich jetzt, die muss ich jetzt unbedingt haben, sondern es ist eher so, ich sehe das und dann will ich es haben, so mäßig, ja. Aber ja, ich glaube, wir Frauen haben einfach mehr Sammelticks wie Männer, weil beim Dommer, der sammelt gefühlt, ja doch, der sammelt so Halo, ist ja seine Leidenschaft und der braucht so alle Halo-Spiele, die es gibt. Das ist sowas bei ihm, aber das ist nicht so zwingend wie bei uns. Also, könnte ich jetzt nicht behaupten. Angelo sammelt gar nichts. Gell, ich wollte gerade sagen, also. Im G-Deal, der ist immer der Fortschmeißer, also ich froh den dann, wo ist das? Und dann sagt er, weiß ich nicht. Ich glaube, das habe ich weggeschmissen. Und dann kauft er sich neu. Also zum Beispiel gerade bei Klamotte. Echt? Eiskalt sagt er, ja, das passt mir nicht mehr weg. Und dann du das weg oder du das auch manchmal heimlich weg, gell?
Gell? Ja, also ich, nee, sagen wir so, der Dommer hat eine Leidenschaft für Elektro definitiv, also so Apple, ach, aber so generell, wie so, Kamera, alles, was so Elektronik. So, wir haben allgemein eine Leidenschaft für teure Dinge. Ja, aber ich würde sagen, der Dommer ist so wie du, weil bei dir ist es ja irgendwie so, dass dir generell immer das Teuerste gefällt, keine Ahnung warum. Aber beim Dommer ist es auch so, keine Ahnung, ich sag zum Beispiel, ey, wir bräuchten mo einen Handstaubsauger, dass ich einfach mal hoher im Bad wegsaugen kann. Ne? Handstaubsauger ist für mich so ein kleines Ding. 20 Euro, Lidl-Angebot, ne? Gefühlt. Kaufe, yeah. Wegmachen. Ich gleich scheites Kaufe. Da sag ich zu dem, sag mal mo, welches man du kaufen kann. Schau mal. Auf Emo habe ich da bei Amazon im Warenkorb Staubsauger drin für 150 Euro, sag ich, Samo, ich habe gesagt, ein Handstaubsauger, wo man einfach mal die Haare absaugen kann. Und jetzt kommst du gleich wieder mit einem richtigen, wir haben einen Staubsauger, weißt du? Da sagt er, ja, aber weißt du, ich kauf doch nicht zweimal. Du kaufst das kleine Ding, dann ist es nichts, keine Ahnung. Dann habe ich schon eins bestellt gehabt, das hat dann 40 Euro gekostet, das war für mich dann noch vertretbar, aber dann war das voll dumm. Weil ich kenne das so, dass so Handstaubsauger Erhalterung für die Wand haben, wo du das dann so reinhängen kannst, ne? Mhm. Und das war nicht dabei. Und dann fand ich es auch blöd, weil wo soll ich denn das dann hinlegen? Ist ja auch scheiße. Dann habe ich es wieder weggeschickt und wir haben einfach keiner. Bis jetzt haben wir keinen Staubsauger, so, weil einfach mir auch nicht auf einen Nenner kommen. Was jetzt dieser Staubsauger angeht. Also es geil. Ist wirklich ein bisschen... Jo, aber das ist für mich ein bisschen nervig, weil wie gesagt, ich finde, man muss immer... Also ich weiß auch nicht, ich denke mir halt, so billiges Ding tut's halt auch. Weißt du, nee, es muss dann immer gleich, weiß ich nicht, was es dann alles ist. So wie du dann, keine Ahnung, dann alles erzählen kannst von dem Fernseher, was der alles hat und so. Ah, unser Fernseher, du. Ja. Oder ey, generell. Aber, ja, aber ich habe das dann nochmal nachgelesen. Das ist dann nur so, das wirkt, glaube ich, nur so. Ich weiß gar nicht, ob der das so alles so hat. Obwohl, nee, wenn es auf dem Kasten steht, hat er. Ja, dann hat er es. Ja, aber das war nur, da habe ich, muss ich jetzt auch sagen, aber ich glaube, trotzdem kann man den nicht mit so einem Markending vergleichen. Also die sind schon gut, aber so, ich rezessionsmäßig, also gut, ich weiß nicht, was die Leute mit dem Klang haben, aber ich denke, wenn der Dommer jetzt hier wäre, der wird bestimmt Assa, nee, do, und hörst du das nicht und bla, und wir brauchen noch einen Sound und eine Bar und eine Box und whatever. Ich weiß nicht, also falls normale Fernseh gucke, das hat Dolby Atmos oder so, sorry, das langt mir, also wische, das ist laut, wenn ich das laut machen kann, das hat irgendwie so einen Kinomodus, dann ist das, dann schallt es so ein bisschen, wische, hörst du ein bisschen dimensionaler. Ganz ehrlich, das langt doch für die drei Stunden am Tag, Fernseh zu gucken. Ah, jo. Also wische, ich meine, wenn ich du jetzt motz die Explosion, also, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde mir von der Marke wieder einer holen, aber ich habe jetzt geschnallt, die haben so Buchstaben und die Buchstaben sind dann die Klasse, weißt du? Weil die haben, glaube ich, welche, die fangen mit A oder so. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, welchen wir haben. Ich glaube, G, A, B, C, D, E, F, G. Oder ich weiß gar nicht, ich müsste nochmal gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und es gibt aber welche, der Buchstabe ist in der Mitte. Aber wenn du eine A dazwischen drin ist, das sind, glaube ich, die hochwertige. Die sind dann mit hochwertigeren Materialien gebaut. Mhm. Und die sind dann auch besser. Okay. Aber die kosten dann auch wieder so viel, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einer von Sony oder wie Philips oder wie die alle hießen, du. Samsung. Ja, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Also ich wollte halt unbedingt einer mit so einem... Hat der... Ich glaube, der hat QLED. Ich wollte unbedingt so einer haben mit so LED und Q und bla. Ich weiß, OLED ist das Bessere. Aber das hat mir jetzt eigentlich gereicht. Und ganz ehrlich, ich hätte ja auch schon ein Bild geschickt. Ist. Ja. Das ist irgendwie besseres Bild und Licht, irgendwie hinten drauf das Licht geht, ist richtig schwarz bei OLED und nicht grau. Wische? Guck im Dommer sein Handy an und dann guckst du auf dein Handy. Das Schwarz ist unterschiedlich. Beim Dommer ist es pechschwarz und bei dir ist es so grauschwarz. Ach so, okay. Aber das siehst du jetzt so nicht, das siehst du nur, wenn du so OLED-Handy neben drauf hast, ja. Aber ich weiß gar nicht, du hast jetzt auch ein neueres, ob du nicht schon OLED hast, deswegen weiß ich jetzt nicht. Nee, aber ich habe das alte vom Dommer.
ja, dann hast du es ja auch, das ist ja auch pro. Dann kannst du es nicht. Das musst du endlich mit deiner Alte do, mit M, wo das, die Ohrmuschel nicht mehr geht. Mit dem musst du gucken. Mit dem Elfer oder was das war. Ne? Ja. Aber so, wische. Aber das ist halt, ja, ich weiß halt nicht. Da habe ich halt einfach für mich gedacht, weil ich mag halt auch groß. Und dann musste ich halt Kompromisse euch wische. Also mir wäre es ja lieber, ich hätte noch einen Tick größere Fanny gehabt, aber ich liebe das halt. Aber das Ding ist, ja, da haben wir dann halt gesagt, komm, wir nehmen den ein bisschen günstigere, du dafür ist der etwas besser wieder wische. Ist halt auch für den Anschluss, du ist jetzt halt auch zum Beispiel, wir spielen ja manchmal und du ist auch irgendwie so ein Gaming-Mode. Wobei, der geht, glaube ich, bei uns nicht, der geht nur mit der PS5, fällt mir gerade ein. Aber zum Beispiel auch irgendwie so ein Fußball-Modus, das ist so ähnlich wie dieser Gaming-Mode, das ist, dass das nicht so verzögert irgendwie. Mhm, was? Okay. Der André hat uns das so alles vorgeschlagen, so. Also wie du dich auskennst, kenne mich du gar nicht aus. Ja, aber ich würde sagen... Ich glaube, das gesagt, no. Ich hätte mir das nicht mal merken, was du nur erzählst. Nee, aber das ist halt so, ich glaube, der hat nicht so Sammelleidenschaft an sich für irgendwas, sondern wirklich so Elektrosache, teure Sache. Ach, ich freue mich nicht. Das war genauso, wie ich habe gesagt, schon vor Jahren, vor Sivior, dass so, ich hätte gerne Ringlight, ne? Damals gab es jetzt nicht diese 1 Million Studiobeleuchtung, was es gibt. Du hast ja halt gesehen, die Leute, wie du früher hattest, so kleines, rundes Ringlight, hast du so ans Handy geklemmt, sowas wollte ich, ne? Habe ich gesagt, kann schon mal nicht sowas besorgen. Was haben wir? Du weißt schon, wie groß das Ringlight ist, ne? Studio Ringlight. So riese Ringlight für 80 Euro. Ich sehe da halt auch so Studio Ringlight. Oh. Und ich finde halt, bei dem Ringlight ist halt blöd, wenn du Brilleträger bist, weil du dann halt immer die Reflexion von der, von den Ringreflexion hast du halt immer in der Brille. Das ist halt ein bisschen doof. Guck mal, wer hier ist. Aladdin. Hm? Ja, der Harrison liegt an meine Füße. Schläft der? Ja, irgendwie in letzter Zeit. Der träumt als, nur brummt er als. Während er schläft. Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt eh schon lang gebabbelt. Ja. Es war wieder ein interessanter Talk. Unsere Sammelleidenschaften. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Yes. Und ja, wir hören uns sowieso. Und dann wünsche ich eine gute Nacht. Bis dahin.